So, da sind wir wieder bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir sind jetzt hier schließlich, finally, doch noch weitergekommen. Wo waren wir? Ach ja. Der Tag war heute sehr ereignisreich. Daher kommt die Folge heute ein bisschen später. Oh, ist gerade ein bisschen laut. Ich hatte leider keine Folge mehr auf Vorrat. So. Also, es geht weiter. Ach ja, es läuft ja die Zeit irgendwie ab, ne? Spinnen hier ein bisschen übertrampeln, Batz. Oh! Kann ich die hier runterwerfen? Ich mach das mal. Oder muss ich die hier rein? Ach du Dicke. Runter mit dir! Wo? Eine Spinne. Was? Was hat Harry gemacht? Nur kurz zwischendurch mal einen heben, ne? Erstmal auf den Tod der Schnecke. Oh! Ein Schluck Wodka. Entschleime, Peeves! Oh, hier geht's wieder gleich zur Sache. Geh doch weg! Kriegst kein Wodka ab! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Ich schau mich erstmal nochmal ein bisschen um. Was ist hier? Ach, hier geht's runter. Oh! Gib die Bohnen her! Nur den werf ich auch ins Wasser, ey. Ah ne, wenn ich den hier reinwerf, kriege ich noch mehr Bohnen, ne? Ach komm her, Herr Kachbar. Junge, Rinder! Alter. Gut. So, hier geht's wieder hoch. Huch. Ja, klappert noch ein bisschen. So, jetzt muss ich ja mal hier schauen. Wo geht's denn hier? Wo startet das denn? Ja, ich muss mir das mal von unten angucken. Tod! Ey. Wo? Okay, jetzt einheben. Auf Leertaste, ja, da muss man was mal drauf. Okay, ich kann entweder bei Lila oder bei Blau rüberspringen. Alles klar. Alles klar. Lila oder Blau. So. Dann klappen wir mal. Klappen wir mal hier Blau um. Dann kann ich bei Lila so... Jawohl. Nee. Nee, das geht nicht. Nochmal Blau zurück. Ach, ich kann doch auch bei Rot ruhig rüberspringen. Egal. Lila. Und jetzt Rot. Ne? So, jetzt kann ich schon mal in den einen Raum rein. Es sind da drei Räume, glaube ich, unten. So. Also hier rüberspringen. Ich hoffe, das schafft der gute Harry. Ich muss ja eben auf die Uhr gucken. Wie viel haben wir es? Ja, okay. So. Rüber mit dir. So, was haben wir hier? Oh, geheimer Tunnel. Oh. Was ist das? Ach ja, das ist hier Dingens, ne? Nimm auf, Harry. Nimm es. Na, geht doch. Flubberwurmschleim. So, können wir hier noch zufällig jetzt in den anderen Raum rein? Ja. Schrei mal nicht so rum. Boah, ist immer noch so laut bei mir. So. Oh, noch mehr Zutaten, Mensch. Ich brauche aber Baumschlangenhaut und, was war das noch, was ich von Snape brauche? Es ist hier so buntes Holz. Ich komme mir vor wie hier wie im Kindergarten, ey. Hogwarts, ey. Genau. Kindergarten. So. Bin wieder hoch. Klappen wir einmal grün um. So, jetzt können wir... Ah, ja. Aber jetzt auch nochmal rot. Vielleicht komme ich in zwei gleichzeitig rein, wenn ich jetzt blau und lila ändere. Nein, komme ich nicht. Muss entweder rot oder blau aufhaben. Flipendo. Ja. Warte mal. Flipendo. Ja, nein. Scheiße. Was ist mit grün? Also ich gehe da rein, da lang. Ey, lila ist im Weg. Dann mach ich grün noch weg, genau. Dann komme ich... Oh Gott.
Ich habe Amnesia durchgespielt, das ist hier kein Problem für mich. Und ich gehe da unten rein, da lang. Komme ich auf jeden Fall... Nein, da komme ich jetzt nicht hin. Rot! Ja, und jetzt einfach blau nochmal. ich hätte schon... Nein! Ihr wollt mich alle verarschen. Ich hatte es doch schon fast. So, jetzt kann ich dahin. Und da hoch auch. Ja, jetzt perfekt. Jo. Jetzt haben wir's. Ja, anstelle eines Schalters lege ich einfach mal 10 um, um aufs selbe Resultat zu kommen. Das mache ich gerne. So, jetzt könnte ich hier hin. Ich will aber erstmal hier hin. Gibt's nämlich ordentlich Beute, gibt's hier. Bist du wieder Rinde? Zack. Kann ich mal ordentlich einen brauen nachher. Ha, schön. So, wo geht's jetzt hin? Aha. Ah. Jetzt sind wir da. Hier nichts aufmachen? Guck mal hier. Bisschen hier dem Snape und seine Sachen hier bringen, ne? Ich habe Angst, dass der hier gleich reinkommt, ey. Oh, eine Karte. Karte. Miranda Habicht, geboren 1921, berühmte Autorin von Zauberbüchern. Aha. Es wäre noch interessant zu wissen, für welches Fach. Okay. Okay, okay. Und was ist das hier? Oh, das ist ein ganz schweres Rätsel. Da wäre ich auch so nicht rangekommen. Gibt es hier noch irgendwas? Ist übersehen? Guck mal, da gibt es noch Bohnen. Zack. So, jetzt gehen wir hier lang. Oh. Gleich mal ausschalten und runter mit dir. Platsch. Ah, okay, hier kann man speichern. Speichern. Also, wir betteln uns hier weiter durch. Gibt es irgendwie ein Missionsziel? Nein, nein. Nee. Okay, wir sollen einfach uns tiefer rein, ne? Um dann dem Snape alles zu nehmen. Oh, okay. Läuft es jetzt? Oh, Backe. Okay. Ah, okay. Schön, schön. Guck mal, das machen wir da mal gleich sauber. Ist eigentlich voll der Putzenzauber. Also, ne? Voll für Putzen. Ohne die jetzt abzuwerten. Putzen sind super. Ohne Putzen, das wäre nicht gut. Guck mal, ey, wie bunt das hier alles ist. Was ist denn los? Alter. Dieses Spiel. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich Harry Potter auch Teil 1 und 2 jeweils auf PlayStation spielen. Da, also dann entweder mit Emulator oder ich glaube, ich habe eine PlayStation 3. Kann man da die alten PlayStation? Ne, PlayStation 1 habe ich hier auch noch rumliegen. Weil die Spiele deutlich sich unterscheiden von den Computerspielen. Und da habe ich echt Bock drauf, muss ich sagen. Also eventuell, weil Harry Potter ist einfach eine geile Sau, ne? Das muss man mal so. Neue Karte. Grogan Stump, 1770 bis 1884, beliebter Zaubereiminister. Im Jahre 1811 ernannt. Aha. Geile Sau. Beliebt war er, aber nicht so beliebt wie Harry Potter. Oh! Was? Du wachst es! Guck mal mit dir, Kollege. Die schmeißen wir da hoch zu deinem. Oh. Bam! Jetzt wird er abgeballert! Zündung, warum machst du es nicht? Oh. Ich habe ihn dir so schön gegen Anus geschmissen und dann musst du einfach nur abratzen. So dumm. Kann die hier runter? Da brauchst du gar nicht so das Maul aufmachen, Kollege. Und du? Runter von den Socken. So, ich komme jetzt hoch, Jungs. Schon mit 200 km/h gegen eine Wand geklatscht? Geht voll ab. Bam. Mit Bande. Ah, du stehst wieder auf, hä? Sind wir heute kiebig auf Krawall gebürstet. Runter mit dir.
Eigentlich sind sie ja süß. Entschleime. Der Harry ist auch süß. Entschleime. Ich habe dir beigebracht, wie man das sagt. Nicht hier entschleime, sondern entschleime. Sag es, Harry. Oh, du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich sehr stark. Ach du. Warum ist der, warum chillt der da? Ich habe noch gar nichts, ich habe noch gar nichts gemacht, Junge. Ich habe erst angefangen. Also wie lang das hier ist? Einfach mal um den... Hey, bleib stehen, Kachper. So. Oh, okay. Zack. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Hab ich, hab ich. Hab ich, sicher. Geh mir direkt mal rüber. Oh. Geh weg, Kollege. Machen wir auch weg. Dich nehmen wir. Und dich werfen wir einfach mal 10 Stockwerke tiefer. Hey. Das geht nicht. Schockt er da an der Wand. So, komm her. Oh, fast hier rein. Haben die gerade auf mich geballert? Butz! Butz, Junge! Wer will noch mehr? Hä? Ach, spawnen die hier neu? In Schleime. Guck mal, hier kann ich durch jetzt, ne? Genau. Ja, die Brücke sieht ja sicher aus. Die schwebt auch noch hin und her. Das ist ja supi. Hat der Snape sich gut ausgedacht. Aber... ich bin nicht von gestern, Freunde. Ich habe Tricks auf Lager. So. Machen wir ja erstmal wieder alles kaputt beim Snape zu Hause, ne? Den mögen wir nämlich nicht. Was ist hier? Das kann man doch auch nehmen, oder? Nee. Braucht Baumschlangenhaut. Oh! Oh! Ihr Schweine! Putz! Und runter mit dir! Putz. Du bist eine gemiese Falle. Was ist hier? Kommen wir hier lang? Ich sehe gar nichts. Oh, jetzt hier mit Gefühl. Nicht, dass er zu weit springt. Da muss man immer ganz sorgfältig. Ah! Wo sind wir? Was? Hier sind wir? Willst du mich verarschen? Oh, Safe Points sind so geil. Aber die haben wir schon gesehen. Brauchen wir uns nicht nochmal angucken. Oh, mit euch hatte ich schon meinen Spaß. Wow, wow, wow. Ey, meine Bohnen. Kachbar, komm her hier. Gut. So läuft das bei mir. So, dich ignoriere ich jetzt einfach. Ist mir egal. Du kannst ja eh nicht hochballern, sag ich mal. Sagen wir jetzt mal einfach so. Putz. Entschleime. Oh doch, der ballert hier hoch. Artillerie. Hier, Ball auf den, Junge. Da. Oh, ich muss hier nochmal übers Battlefield kurz rüber. Hier wird scharf geschossen. Oh, Junge, er lädt schon. Oh, no. Verdammt. Ah, verdammt. Kern. Feuer erwidern. Oh. Kann ich den Gnom da auch reinschubsen? Ja, sauber. Ab in die Grube. In die Jauchegrube. So, nee, hier war jetzt... ja, hier war falsch. Darüber. Nicht wieder nebenspringen, Potter. Was macht denn hier eigentlich so ein Lärm? Oh, der Schokofrosch, lecker. Wehe, du springst runter. Alter! Junge! Ja, brauchst du mir jetzt nicht. Ja. Komm. Ist okay. So, dann halt kein scheiß Schokofrosch. Ich brauch dich nicht. Ich bin schon groß. Angriff! Stirb und leide! Du bist noch nicht down hier, Butz? So, gehen wir ja durch. Tor auf. Mann, 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 Mann. Tut mir ja leid, ne? Aber das war schon ganz schön gemein da unten. Also es ist auch schon, muss ich zugeben, ja, in meinem Stolz, ein bisschen schwerer als Harry Potter 1. Wobei Harry Potter 1 war auch jetzt nicht gerade, ne?
So schwer. So, hier geht gleich die Fallklappe, die Falltür auf. Wenn ich irgendwie rüberspringen. Oh, ich war fast ein Baba. Wow. Genau, jetzt wieder ihr hier. Runter mit dir. Zack. Oh, zack. Um die Ecke springen. So, wie machen wir das? Oh. Oh. Jawohl. Jawohl. So machen wir das. Oh, guck mal, hier ist hier Einhorn-Dingens. Wir brauchen doch noch Baumschlangenhaut, richtig? Baumschlangenhaut. Naja, nehmen wir erstmal das hier. Zack. Ach, jetzt sind wir wieder hier? Ah, ich brauche doch noch Baumschlangenhaut. Oh, jetzt nicht hier in Snape rennen. Dahin steht er. Wir brauchen doch noch... Guck mal hier. Nee, der steht da. Doch, der steht da. Oh komm, das will ich noch. Scheiße. Ah! Ah. Okay, wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Scheiß drauf. Bin im Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Ach so. Hallo, Lust ein wenig mit mir zu handeln? Nein. So. Hallo, Harry. Hi. Hallo. Ich habe zwei Hornhorn für den Zaubertrank gefunden. Zwei Hornhorn. Klasse. Ich muss noch herausfinden, wo wir die nächste Zutat finden können. Aber ich werde es sicher bald herausbekommen. In der Zwischenzeit gebe ich das schon mal in den Trank. Ach ja, der muss über Wochen gebraut werden. Sie gründen einen Duellierclub. Heute ist das erste Treffen. Hört sich interessant an. Geh in die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Duell ist. Diese Dialoge, ey. Erstmal so, oh, hört sich interessant an, ne? Und dann so, geh in die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Turnier ist, Junge. Duell, was auch immer. Ich rasiere dir die Poperze, das wollte er damit sagen, nichts anderes. So, jetzt wollte ich nochmal hier ein bisschen schauen. Ah, die Tür ist verschlossen. Ach so, Harry. Ach so. So ist das. Weil irgendwo war da noch was, wo Schleim im Weg war, oder? Ja. Genau, Schleim. Ja, dann gehen wir mal zum Duellierclub hier. Nur mal hier ein bisschen Schüler töten, ne? Das machen wir gerne. Mach ich gerne, ne? Der Harry auch. Dadurch ist er berühmt geworden. Nicht durch die scheiß Narbe, nee. Er ist der Baba in der Schule, Junge. Der Baba. So. Ach, hier. Nee, das hatte ich schon, ne? Natürlich hatte ich das schon. Jetzt die Frage, ob wir das schon... Ja, komm, machen wir. Ja, ist doch gut. Brauchst du nicht dumm winken. Hör auf zu winken, du Lappen. Ach, hier geht's in die... Wo bin ich denn jetzt? Ja, warte mal. Warte mal. Schauen Sie mal. Jetzt ist das Schloss noch größer geworden. Ach. Ja, ist ja geil. Ab in die große Halle. Guck, die gab's im ersten Teil gar nicht. Wie geil. Jetzt kommt das Können mich alle sehen? Könnt ihr mich alle hören? Sehr schön. Im Duellierclub wollen wir für den Fall trainieren, dass ihr euch eines Tages einmal verteidigen müsst. Wir treffen uns jeden Tag im Vorzimmer der großen Halle. Ziel eines jeden Zaubererduells ist es, den Gegner unschädlich zu machen. Oh, Junge. Während eines Duells kannst du drei Zauber verwenden. Mit Rictus Sempra kannst du einen Gegner nach hinten schleudern, dann nimmt seine Kraft ab. Verwendest du Mimble Wimble, wirkt der nächste Zauber deines Gegners nicht mehr richtig. Wendest du Expelliarmus an, wird der Zauber deines Gegners umgelenkt, sodass er wieder auf ihn selbst zurückprallt. Lol. Möchtest du einen Zauberspruch wählen, scrolle mit der rechten Maustaste durch die Liste der Zauber. Drücke die linke Maustaste, um einen Zauber auf deinen Gegner anzuwenden. Hältst du die linke Maustaste einige Zeit gedrückt, wird die Kraft von Rictus Sempra oder Mimble Wimble verstärkt. Während eines Duells ist es verboten, Zaubertränke zu trinken oder zu springen. Möchtest du an einem Duell teilnehmen, musst du eine Gebühr in Form von Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen entrichten. Der Gewinner bekommt die Bohnen des Gegners. Möchtest du einen Schüler zum Duell auffordern, gehe einfach auf ihn zu. Wenn du genug Bohnen hast, wirst du zum Duell eingeladen. Mein Assistent, Professor Snape, ich bin Ihr Kollege.
nicht Ihr Assistent. Alter, wie geil das Spiel ist. Hat mir anvertraut, dass er selbst ein klein wenig vom Duell versteht und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Duelle zu überwachen. Und nun eine kurze Demonstration. Harry, würdest du dich bitte mit Ron aufstellen? Na ja, Zeit, das Traumpaar zu trennen. Malfoy, komm hier rüber. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu zermalmen, Potter. Junge! Brauchst du aufs Maul? Losgehen. Zauberstäbe in Position. Bei drei geht's los. Ja, aber... Angst, Potter? Nur ein bisschen. Was hättest du wohl gerne? Eins. Nur ein wenig. Zwei. Ja, aber ich weiß drei. Ja noch... Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Okay. Ach, damit kann ich... Expelliarmus! Ah, hier Tennis willst du, hä? Junge, ich bin Gewinner des übelst krassesten Turniers. Wie heißt es? In Wimbledon? Mimblewimble. Guck mal, jetzt kommt ein ganz dicker. Mach es Potter doch nicht so einfach! Schlag zurück! Ja, wie gefällt dir das? Jetzt kommt die MG, Junge. Jetzt kommt die MG. Und jetzt laden wir mal richtig durch hier. Harry Potter hat Slytherin besiegt. So sieht's aus. Enttäuschend. Getötet habe ich ihn. Getötet. Wie im alten Rom hier in der Arena. Junge, da guckst du. Wer ist jetzt der Baba? Serpensortia. Wow, chill. Hau ab! Was war das? Hat Harry gezischt? Oh Gott, das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Der doch nicht! Mysteriös. Du bist ein Paselmund, Harry. Du kannst mit Schlangen sprechen. Na und? Es ist nicht egal, Harry. Denn Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Oh nein. Doch, so ist es. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel oder so ähnlich. Aber das bin ich nicht. Wie auch immer. Wir sehen uns später, Harry. Tschüss, Harry. Jo, bist nicht mehr interessant. Geh weg. Ciao. In dieser Nacht lag Harry stundenlang wach und grübelte. Könnte er der Erbe Slytherins sein? Ich komme morgen nicht zum Kräuterkundeunterricht. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und mache weiter mit dem Vielsafttrank. Sagen wir Vielsafttrank. Es ist einfach unglaublich, dass Hermine den Unterricht schwänzt. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt besser nach draußen zu den Gewächshäusern, Harry. Los, komm! Ja, Hermine, ne? Ich geh mal auf die Toilette, Vielsafttrank brauen, ne? Es ist, ne? Geh ich mal. Richtig ein durch, brauen. Richtig ein durchbrauen gehe ich. Ja. Schmetterlinge und Blumen kommen bei dir aus dem Arsch, ey. Ne? So, wo soll mein Kräuterkunde? Ja, wink doch, ey. Ich will nicht mit dir gesehen werden, wenn du hier rumwinkst, du. Irgendwo ging es doch. Ich wollte jetzt eigentlich mal... Nee, das machen wir noch nicht. Hast du Lust auf einen Handel? Ja, genau. Ich wollte mal ein bisschen gucken. Ich habe eine silberne Bildkarte. Sie färbt garantiert nicht ab. Okay, das Ding ist... Du musst es wissen, Harry. Ich will erstmal richtig viel Bohnen ansammeln, weil... das war dieses Spiel, ne? Mit den Duellen. Er hat ja gesagt, man braucht eine gewisse Anzahl an Bohnen. Dann wird man zum Duell eingeladen, wenn man auf einen Duellanten zugeht, wie auch immer. Das will ich jetzt mal hier, guck mal. Gegen Eric? Gegen Emily? Das ist eine Liste, oder wie? Guck mal, das ist schon einer. By the way, dieser Spruch am Anfang, könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen, der hat meine Kindheit verändert. Glaubt mir. Guck mal, 10 Bohnen. Komm, ich mach dich fertig, Junge. Naja, nichts hier verbeugen, ich zeig dir meinen Arsch.
So geht's. Harry, du trittst jetzt gegen ein Mitglied aus deinem Team an. Aber erwarte nicht, dass der Kampf deshalb leichter wird. Naja, eigentlich schon. Zack, gedodged. Ach komm. Expelliarmus! Harry hat einen anderen Gryffindor geschlagen. Wie unloyal. Easy. Tarik Gay. Jetzt habe ich 15 oder 20 bekommen. Ich musste 10 zahlen. Ja, ist aber egal. Ich will eine Million setzen, will ich. Ja, ein bisschen Schweißperlen von der Stirn, ne? Das ist hier sehr anstrengend gewesen. Guck mal, jetzt steht der zweite. Da muss ich schon 15. Ja, jetzt bezahle ich 15. Ja, ja, jetzt. Ist doch gut. Ich bin hier der Pro. Darf ich dir jetzt deinen nächsten Gegner präsentieren? Platin bin es ich. Es ist Ravenclaw. Ja, die ist schon Silber. Silber. Bin Challenger, das bin ich. Komm her hier. Expelliarmus. Wie gefällt dir das? Boris Becker ist ein Scheiß gegen mich. Ich bin Harry Potter. What the fuck? Was stand da gerade unten? Irgendein Fehler. Ich habe 15 gesetzt, bekomme 25. Nee. 30 habe ich bekommen. 30. Alles Doppelte. Ja, schön. Also schön, ne? Und nächster hier. Machen wir direkt hier Randale, machen wir. Ginny oder was bist du? Nee, du bist von Hufflepuff. Ah, die können nix. Die Leute von Hufflepuff können nix. So. Hufflepuff wird heute den berühmten Zack. Harry Potter schlagen. Oh, das war knapp. Bekämpfen. Putz. Ja. Schlag zurück, Hufflepuff. Lass nicht zu, dass er dich besiegt. Ein Scheißwert. Ja, hier komm her. Ja, den kann ich auch. Bam. Expelliarmus. Bam. Expelliarmus. Bam. Expelliarmus. Bam. Expelliarmus. Oh, langsam wird's kritisch. So, komm her, komm, trau dich. Putz. Expelliarmus. Oh, noch ein. Putz. Putz. Expelliarmus. Ich kann es einfach nicht fassen, dass du bin es tatsächlich geschafft hast, Hufflepuff zu besiegen. Du hast einfach nur Glück gehabt. Glück gehabt, genau. Deswegen wurde ich noch nicht einmal nur angekratzt. Da kommen die Bohnen rein. So. Ja, es war, ne? Es war nicht mal annähernd herausfordernd, ihr Luschen. So. Das reicht jetzt auch erstmal. Wir brauchen es ja nicht hier gleich, ne? Bis zum Erbrechen. So, dann gehen wir erstmal eine Runde pennen. Habt ihr noch was für mich? Nö. Na du? Hallo. Hi. So. Wir müssen, ich schätze mal, wenn wir dann in Kräuterkunde sind, werden wir diesen Zerschneidezauber. Das ist die Tür zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Ja, komm. Zerschneidezauber lernen und dann können wir da im Gryffindor-Geheimschaftsraum, ne? Gemeinschaftsraum. Da das eine da, ne? Aus der letzten Folge, wisst ihr da noch. Schön, Sie wieder zu sehen, Mr. Potter. Ja, du bist auch nicht schlecht, du, ne? Schnucki. Okay, ist ja gut. So, dann speichern wir hier. Hier. Und dann mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.